Mokka Turmdeckelschnecke Melanoides tuberculata. Die ursprünglich aus Südostasien stammende Mokka Turmdeckelschnecke, häufig auch einfach nur TDS genannt, ist eine beliebte Aquarienschnecke und ebenfalls unter ihrem wissenschaftlichen Namen Melanoides tuberculata bekannt. Die Mokka Turmdeckelschnecke stammt von der indischen oder malaiischen Turmdeckelschnecke ab und unterscheidet sich äußerlich durch ihren tollen kaffeefarbenen Farbton, der ihr auch ihren Namen verlieh. Sie ist für Anfänger gut geeignet und lässt sich ab 10 Litern Wasservolumen gut pflegen. Vor allem im Aquarium ist die Mokka-Turmdeckelschnecke eine tolle Helferin, denn sie lockert den Bodengrund, sofern es sich um feinen Kies oder Sand handelt, prima auf und durchforstet ihn nach Fressbarem wie auch Mulm und Detrius. Dadurch werden Ablagerungen und Verdichtungen verhindert und der Boden durchgemischt. Der Vorteil daran ist, dass sie auf diese Art und Weise Nährstoffe besser an Wurzelpflanzen transportiert, die dadurch wiederum besser wachsen. Tagsüber hält sich die Mokka-Turmdeckelschnecke fast ausschließlich im Bodengrund auf und kommt erst bei Dunkelheit heraus. Als wichtiger Indikator für die Wasserparameter zeigt sie sehr schnell an, wenn etwas nicht stimmt. Denn dann hängen sie sogar tagsüber an den Aquarienscheiben. Meist sind Sauerstoffmangel oder zu hohe Nitritwerte der Auslöser für ein solches Verhalten. Hauptsächlich ernähren sich Mokka-Turmdeckelschnecken von Futterresten, aber auch von Biofilm und Algenbelägen. Daher müssen sie im Prinzip nicht zugefüttert werden. Die Menge der Fütterung bestimmt bei ihr die Populationsrate. Obwohl diese TDS getrennt geschlechtlich ist, trifft man so gut wie nie auf ein Männchen. Die Vermehrung findet bei den Weibchen daher durch Jungfernzeugung statt. Alle paar Tage entlässt sie dabei einzelne lebende Jungtiere. Mokka-Turmdeckelschnecken sind sehr friedliche Aquarienbewohner, die sich praktisch mit allen vergesellschaften lassen, sofern es sich nicht um Schneckenfresser handelt. Auch in ihren Ansprüchen ist sie eher tolerant und lässt sich in nahezu jedem Wasser, sogar im Brackwasser, sehr einfach pflegen und vermehren. Sie kann mit Fischen, Krebsen, Fächergarnelen, Zwerggarnelen, anderen Schnecken und Muscheln vergesellschaftet werden. Halten kann man sie zwischen 18 und 33 Grad Celsius. Unsere Futterempfehlung: Mit der Natureholic Schneckenfeed Power Paste schaffen Sie einen Fressrasen, der von allen aufwuchsfressenden Schnecken sehr gut angenommen wird. Auch heikle Wildfänge wie Rennschnecken oder Geweihschnecken, die nach dem Transport gestresst sind und nicht an herkömmliches Futter gehen, können damit gut aufgepäppelt und hochgefüttert werden. Weitere Informationen über Wirbellose oder Zubehör finden Sie auf www.garnelio.de.